Eine simple Kamerafahrt in Blender? Okay. Empty Game Object hinzufügen. Kamera hinzufügen, denn ohne wird ziemlich schwer. Kamera rausbewegen. In den Object Constraint Reiter. Track 2. Empty Game Object auswählen. Empty Game Object bisschen rumbewegen. Umbenennen in Kamera Target zur Seite bewegen. In den Animationstab. Im Dope Sheet Autokeying an auf Frame 1. I drücken. Location Rotation in Scale. Ein paar Frames nach vorne bewegen. Empty Game Object bewegen. Durch Autokeying sind die Keyframes direkt gesetzt. Bei Bedarf anpassen und weiter nach hinten verschieben, damit das Ganze ein bisschen langsamer ist. Play drücken, schon habt ihr eine Kamerafahrt. Ach ja, wir sind übrigens im Blender und nicht in Unity, also vergesst die Sache mit dem Empty Game Object. Es heißt natürlich nur Empty Object. Okay.